Hallo Wander- und Traumschleifenfans und herzlich willkommen zu einer neuen schönen Wanderung bei Adventure Trails. Ja, wir befinden uns heute hier in der Verbandsgemeinde Hermeskeil in dem Ofenauerwald und möchten mit euch hier die 5-Täler-Tour gehen. Bei herrlich schönem Wetter, die Sonne scheint und es ist relativ warm. Genau, und wenn ihr Bock auf eine schöne Wanderung habt, kommt mit! Ja, die Strecke ist angegeben mit 8,2 Kilometern ungefähr, 2,5 Stunden Gehzeit und ja, hat so ein paar kleine Überraschungen. Fledermausstollen steht drauf. 12 Apostel. Genau. Aber wir wissen noch nicht genau, was das ist. Sind wir mal gespannt. Und ja, ansonsten ist ja ganz schön, so ein bisschen, ja, fade. Ist keine richtigen Waldautobahnen, so ein Weg hier, wie ihr hinter uns seht. Ist ganz schön zu gehen, rechts und links so Bachläufe. Ja, hier haben wir jetzt so einen, ja, Skiverbruch. Wir sehen so den kleinen Höheneingang, ist wohl 24 Meter lang das Ganze. Wurde, ja, 1948 haben sie den wohl aufgemacht, aber man hat festgestellt, die Schieferqualität stimmt hier nicht zu bauen. Hat den dann nach einem Jahr wieder geschlossen. Trotzdem kann man hier auf eigene Gefahr 24 Meter mal reingehen. Wir schauen einfach mal vorne rein, schauen mal, was wir so sehen. Kleine Aufnahme mit der Handykamera. Also seht ihr, 24 Meter geht rein. Da ist Eva, die andere Kamera. Kleines Stück wirklich, dann gehen wir nochmal raus. Ja, kleiner Stollen, wie gesagt, im Handyvideo. Habe ich gerade mit dem Handy gefilmt, sehe da ein bisschen was von der Höhle. Wie gesagt, nur so ein Stollen, 24 Meter rein. Für Eva ist das hier nicht so, ja, toll. Eva mag nicht so gerne enge Räume. Und ja, ansonsten holt euch auf der Tour eine kleine Taschenlampe, wir können halt sehen. Denkt auch an die Fledermaus-Schutzzeit. Ich habe gesehen, da hängt noch eine drin. Stand aber auch kein Schild, daher dachte ich, es wären keine drin. Naja, und die haben wir aber nicht aufgeweckt. Dann gehen wir weiter. Richtig warm. Mega warm. Ja, diesmal hat das Baumstamm überqueren besser geklappt. Es war auch nicht so schwer, aber wer meine letzte Hindernisaktion noch nicht gesehen hat, kann gerne da oben das Video vom Romika-Weg gucken. Da hat das nicht so gut geklappt, aber da war es auch ein bisschen schwerer. Das stimmt.
sind denn meine Brote? Hm? Ich hatte gar kein Glückchen auf meine Brote bekommen. Ja, die nächste Höhle auf der Tour, diesmal war da wohl eine Erzgrube, also ein Erzbergwerk. Eigentlich auch verschlossen, hat aber jemand ein Tor rausgebrochen und hier ist eine Fledermaus-Schutzhöhle, da kann man natürlich wieder reingehen. Genau, steht aber kein Schild, stand aber in der Beschreibung. Genau. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Wir sind gerade an den 12 Aposteln vorbeigelaufen, das nennt sich so in der Wegbeschreibung und wir haben uns gefragt, was das ist. Das sind ja, sehr hohe Douglasien, das waren wohl mal 15, genau. Aber ein paar sind schon bei einem Sturm umgefallen und die sind bis zu 50 Metern hoch. Ja, ein cooles Projekt von der Jugendfeuerwehr Nauradweil. Die haben hier so einen Insektenhotel gebaut und hier ist schon einiges los. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Wir hoffen, die Tour hat euch gefallen. Meine persönliche Meinung also war ganz schön. Vor allem ja. Zu empfehlen bei gutem Wetter, sag ich mal, hat man schön die Fernsehchen in den Hunsrück gehabt. Ja, wie findest du die Eva? Ich fand es sehr schön. Es ist aber ja auch super Wetter. Deswegen freue ich mich, weil das die erste Tour bei schönem Wetter jetzt ist, seit langem. Ja, und sie hat schon recht viel Abwechslung. Ne? Genau, am Anfang sind wir mit langen Armen losgelaufen, jetzt sind es kurze. Es hat recht viel Abwechslung, es waren ganz schöne Wälder dabei, immer mal wieder ein anderer Abschnitt. Ja, sehr schöne Tour. War abwechslungsreich, genau. Und die Wege auch, also waren befestigte Wege, teilweise Pfade, teilweise so ein bisschen urige Waldwege. Von daher auch, denke ich, fast allwettertauglich, also zu jeder Jahreszeit. Wir ja. hoffen, die Tour hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Mhm. Tschüss. Tschüss.